und alles. Und boah, da darf ich jetzt gar nicht dran denken. Okay, das ist schon wieder irgendwie, keine Ahnung, 6 Jahre her und seitdem war ich kein einziges Mal irgendwo am Strand. Das ist letztendlich auch das, was ich meinen Kunden rate, ja, dass sie mehr in die Sichtbarkeit gehen und mehr in die Vorleistung gehen. Und jetzt kommt der, Achtung, der springende Punkt. Ich werde immer wieder gefragt, Thomas, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Warum stellst du dich an einem Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein, heute 26.05.2024, hier in dein Büro rein, hier im 5. Stock mit einer wundervollen View, also wunderschöne Aussicht. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge. Warum suchst du dir nicht irgendwie ein tolles Hobby? Warum gehst du nicht daten? Warum suchst du dir nicht eine feste Freundin? Warum arbeitest du nicht dran, deine 3, 4, 5 Töchter zu generieren, ja, eine fette Familie, die ich so schon seit 10 Jahren irgendwie in Planung habe, aber irgendwie habe ich da nie wirklich Zeit dafür. Warum stellst du dich hier hin und machst Videos für mich? Ja, also einer meiner Bestandskunden hat mich das letztens gefragt, nimm du da auch mal eine Auszeit oder eine meiner Mitarbeiterinnen. Ich habe jetzt auch lange gehadert, hat sie zu mir gesagt, ne, meine Designerin zum Beispiel. Seit 5 Jahren habe ich keinen längeren Urlaub mehr gemacht ohne Laptop, aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ich mache eine kleine Roadtrip zusammen mit meinem Mann, ja, über Frankreich, sozusagen über den Bodensee, dann nach Mailand und dann so über die Côte d'Azur, über Genua, Côte d'Azur, dann wieder über die Schweiz, dann wieder zurück. Ja. 3 Wochen lang Urlaub ohne Laptop, unter uns gesagt. Sie hat ihren Laptop doch wieder dabei, weil ich sie brauche. Okay, sie war nicht ganz erfreut darüber, aber sie wird weiterhin ein bisschen für mich arbeiten. Wir sind dann so überblieben, okay, 2 bis 3, 4, 5 Stunden maximal pro Tag. Ja. Und by the way, mein letzter Urlaub war 2018, da genau eine Woche auf Mallorca. Da hat mich ein ehemaliger Mitarbeiter mit hin überredet und hingeschleppt. Das Hotel war top, war wirklich, wirklich erste Sahne. Nur kann ich mit diesem Ballermann überhaupt gar nichts anfangen, das wusste ich aber vorher schon. Und ich habe letztendlich auch mal 3, 4 Stunden am Morgen gearbeitet und dann am Nachmittag bin ich an zum Strand gegangen. Und es war richtig, richtig cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese eine Woche zurück bin, obwohl ich nur immer die halben Tage frei hatte, das Ganze war, wie gesagt, mit Hin- und Zurückreise waren es letztendlich de facto nur 5 oder 6 Tage. Ich war in dem Moment, wo ich am Münchner Flughafen angekommen bin, war ich erstmal high. Ja. Also das war schon ein Erlebnis, also auch die Luft dort und alles. Und boah, da darf ich jetzt gar nicht dran denken. Okay, das ist schon wieder irgendwie, keine Ahnung, 6 Jahre her und seitdem war ich kein einziges Mal irgendwo am Strand. Okay, Leute, warum tue ich mir das an? Ja, für mich? Nein. Ich könnte mir jetzt leisten, 2, 3 Wochen einfach komplett in Urlaub zu gehen, ohne Laptop, sogar ohne Smartphone, wenn ich es aushalten würde. Ich würde sozusagen mich aufgrund dessen in keinster Weise finanziell einschränken müssen. Ja? Das kannst du mir wirklich glauben. Also trotz aller Steuerbelastungen, also die 2, 3 Wochen könnte ich mir leisten. Na gut, ich gehe ja auch halt so in irgendein 4-Sterne-Plus-Hotel. Ne? Also eine Bruchbude brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich gehe jetzt auch in kein Deluxe-Hotel oder sowas. Ne? Also so ein Urlaub kostet mich dann vielleicht 700, 800 Euro pro Woche. Ne? Also maximal 2.000 Euro für 14 Tage oder sowas, wenn überhaupt. Aber ich bin nun mal auf einer Mission, mein lieber Softwareentwickler und Interessent bzw. bereits Kunde oder zukünftiger Kunde. Ja? Also das sind sozusagen meine Audience, meine Community. Und ich mache diese Videos ganz gezielt für Leute, die sich noch nicht leisten können, mit mir direkt eine Zusammenarbeit anzusteuern. Denn wir sind ja noch nicht ganz günstig, ist ja auch klar. Aber wenn du sozusagen die Tipps und die Erfahrungen, die ich dir mitgebe, ja, die Anleitungen teilweise, ja, zumindest ansatzweise umsetzt, dann wirst du sehr schnell in Erfolg kommen und dir ist sehr, sehr
schnell auch leisten können, eine Zusammenarbeit zumindest mal im kleinsten Umfang mit uns anzusteuern. Und das ist natürlich klar, dass wir da sehr gerne auch ein gewisses Maß in Vorleistung gehen. Und das ist eben ein Teil davon, das gehört zum Marketing dazu. Ja, das ist letztendlich Marketing. Ja, und das ist letztendlich auch das, was ich meinen Kunden rate, ja, dass sie mehr in die Sichtbarkeit gehen und mehr in die Vorleistung gehen. Und jetzt kommt der, Achtung, der springende Punkt, skalierbar. Ja, da muss ein Hebel drin sein. Ja. Das heißt, die Videos, die ich hier aufzeichne, die tue ich auf YouTube rauf. Ne? Also ich habe immer wieder Anfragen über Calendly von Softwareentwicklern, von Interessenten, die sich für eine Zusammenarbeit mit mir interessieren, für Kleinmarketing, die ein Video vorgeschlagen bekommen haben auf YouTube, das 3 Jahre alt ist, 4 Jahre. Das heißt, ich habe vor 4 Jahren irgendwann mal mir 1-2 Stunden Arbeit gemacht und das Video generiert heute noch, ohne dass ich 1 Cent dafür weiter bezahlen muss, ja, organisch Termine, Interessenten, in dem Fall, ja, und dann in Folge fortfolgend auch Kunden.